Hella von Sinn, wie finden Sie Jogi Löw? Wie ich Jogi Löw finde? Ja. Also so als mir Trainer geht dieses, und auch als Mann. Dieses Atmen, das geht mir ein bisschen auf die Eierstöcke, weil ich krieg dann immer so trockene Zahnhälse. Aber ich finde ihn sehr ansprechend, also ich finde ihn sehr attraktiv. Ich finde, er hat bis jetzt eine sehr überzeugende Arbeit geleistet als Trainer. Ich finde ihn sympathisch, unaufdringlich, hat bis jetzt für mich noch kein dummes Zeug erzählt. Ich hätte mich gefreut, wenn er Herrn Hanke jetzt doch mal heute hätte spielen lassen. Ich jetzt? Ja. Ist egal. Kennen Sie nicht, ne? Borussia Mönchengladbach, der Mike Hanke. Ja, also hast du völlig recht. Den Kakao, das ist wirklich die Diskussion. Der kommt, hat wenigstens ein Türchen. Ja, aber der kommt in Stuttgart nicht dran und fährt dann zur Nationalmannschaft. Aber ist das nicht süß, dass der Jogi Löw so treu ist? Ich habe den Eindruck, das ist eine ganz treue Seele. Stimmt. Der ist ja Wassermann wie Podolski ich. Auch. Auch bei Podolski, ja. Das ist eine ganz treue Seele. Bei Klose war das Klose auch genau. Und irgendwie finde ich das charmant, dass der so treu ist. Ja, und irgendwie scheint er ja auch etwas bewegen zu können, irgendwo da im Hirnkastel hinten drin, dass dann diese Jungs, die vorher monatelang in der Krise sind, plötzlich großartig Fußball spielen. Was kann der? Ja, das ist ja in den letzten zwei Jahren so auch von Uli Hoeneß mal bemängelt worden, dass er gesagt hat, jetzt zuletzt heute aktuell, dass die Bayern sagen, das kann doch nicht sein, dass der Müller im Verein nichts mehr trifft und bei der Nationalmannschaft lebt er auf. Das war ja quasi so eine Reise ins Reha-Zentrum, wenn die Jungs zur Nationalmannschaft gefahren sind. Aber vielleicht ist das so, das kann der Toni sicher anders erklären, du hast Theater jeden Tag, du bist ja jeden Tag in der Kabine mit der anderen Mannschaft. Und wenn es dann mal nicht läuft, dann ist da nicht die allerbeste Stimmung. Bei Bayern gibt es auch Zeiten, wo es richtig gut läuft und trotzdem ist keine gute Stimmung, weil die einen sagen, dem Robben musst du den eigenen Ball geben, ja, sonst kriegst du nie einen in den 90 Minuten. Da freut sich aber der Rest von Deutschland. Ja. Weißt du, also, und dann kommen die zur Nationalmannschaft, man sieht sich mal wieder mit den anderen, es ist eine ganz andere Atmosphäre da und das bewirkt dann möglicherweise, dass die einfach ein bisschen schneller laufen oder ein bisschen lockerer sind. Ich glaube, man braucht auch, also wenn man Höchstleistung erbringen will, glaube ich, braucht man auch immer ein bisschen Vertrauen. Also ich sag mal, bei mir ist es auch so, wenn ich irgendwie mich wohlfühle in einer Atmosphäre und wenn man weiß, okay, du kannst ja auch mal einen Fehler erlauben, ich glaube, dann ist man einfach auch besser. Und so, wie heute hier. So wie, ja. Nein, mach Fehler, wir laden dich halt nicht mehr ein. Aber das war ja schon bei Klinsmann auch, glaube ich, wer war Trainer? Ich glaube, Rudi Völler oder so, der hat auch mal irgendwie gefühlte 100 Spiele nicht getroffen in der Nationalmannschaft und er hat festgehalten an ihm und in den entscheidenden Momenten hat er dann die Tore gemacht. Also ich finde das auf jeden Fall gut und ich finde das auch wichtig, dass man nicht einfach nur irgendwie so, ach komm, jetzt kommt der, dann kommt der. Man muss auch mal an Leuten festhalten, auch wenn es mal nicht so läuft. Nicht? Der Waldi lädt mich ja auch immer wieder ein. Ja, und das Stichwort ist gerade gefallen. Im entscheidenden Moment interviewt man dann plötzlich Rudi Völler. Ja. Ja, man muss im Leben ein- oder zweimal an der richtigen Stelle Platz genommen haben. Ja. Und das war so der Fall. Ich sage jetzt einfach du, weil das wäre ja sehr komisch. Weil das ist nicht meine Stärke, das tut's, aber es ist erlaubt. Ja. Hörte davon. Du, Waldi, sagt man dann einfach, oder? Ja, gerne. Ja. Also, du, Waldi, wie war das? Du mit dem Rudi, mit dem Völler. Wann wusstest du, ich habe da jetzt gerade einen Sechser mit Zusatzzahl? Eigentlich schon nach einer Minute, weil ich gemerkt habe, dass der Hals immer dicker wurde. Viele Leute glauben ja so, dass er auf mich losgegangen ist. Das ist ja nicht so. Ich war nur der Prellbock für Gerd Delling und Günter Netzer. Mhm. Und es war das erste Mal so, dass er die beiden von Anfang an in der Kritik gehört hat, weil das so ein Dorfsportplatz war auf Reykjavik. Mhm. Sonst geht er in die Kabine, macht Cool-Down-Phase, kommt dann nach 10 Minuten mal ins Studio. Da haben die beiden anderen sich ja immer schon ausgekotzt gehabt, weißt du? Und so ging er 3 Treppchen hoch, 3 Treppchen runter, saß da und hörte die beiden vom Tiefpunkt und. Und dann habe ich schon gemerkt, weil ich Rudi ja lang kenne, dass er einen Hals kriegt. Und als er dann losgelegt hat, habe ich gesagt, so für mich wirklich so, ist das geil. Ja, klar. Markus, du Italiener, ich kann das auch erklären. Ja. Weil 98, Toni, wenn du dich erinnerst, 98 fiel das in Madrid bei dem Spiel Borussia Dortmund gegen Real das Tor um. Fiel das Tor um, und ich saß zu Hause das erste Tor fiel in der 0. Minute. Ja. Das war der legendäre Satz von Günter Jauch. Und ich saß zu Hause auf der Couch und Günter Jauch und Marcel Reif haben fast eine Stunde die beste Unterhaltung gemacht. Absolut, haben alle Preise abgeräumt, zu Recht. Und ich saß zu Hause auf der Couch und denke mir, die zwei sind ohnehin schon ganz oben und denen fällt jetzt auch noch das Tor vor die Füße, weißt du? Ja. Und bei Rudi wusste ich so nach 2 Minuten, das ist jetzt mein Tor. Und das habe ich genossen. Hast du dich bei Rudi Völler mal bedankt?
Das machen wir seitdem, so wie jedes Jahr zum Jahrestag. Jedes Jahr. Ja? Ja, ja, das ist übrigens der 6.9. 2003 war das. Und wir rufen uns immer an, weil ich bis heute noch einen Weißbierbotschafter, die Firma darf man hier nicht sagen, oder? Nein. Das ist eine großartige Brauerei in München. Wir trinken auch hier kein Paulaner. Machen wir gar nicht. Sehr gut. Ja, gut. Ja, genau. Ja, habe ich also bis heute noch. Und ich rufe ihn immer am Jahrestag an und sage immer, mein Lieber, nach wie vor, es gibt keine Provision, aber es steht nach wie vor das Versprechen, wo immer wir uns auf dieser Welt treffen, der Deckel geht auf mich. Wie viel haben denn die ich sag mal, diese Koalition aus Franziskanern und Paulanern, wie viel haben die denn überwiesen bis heute? Das Franziskaner kenne ich nur als Mönche. Das andere kenne ich als Weißbier. Ja, ja, natürlich. Die Frage, die mich seit dem Tag umtreibt, wie viel Weißbier hattest du dir denn vorher reingeknallt? Oder stimmt es, was du gesagt hast? Du sagst, ich habe noch keins. Ich hatte auch keins. Echt nicht? Nee, ja, auf Reykjavik, wo wolltest du denn her? Weißbier herkriegen? Okay, ja, das überzeugt mich. Also im Übrigen kann man damit einen Bayern auch gar nicht beleidigen. Weißbier ist in Bayern Grundnahrungsmittel. Ja, ja. So. Ja, also, aber das war das jetzt noch nicht, die Antwort auf die Frage. Ja. Also wie viel ist darüber gewachsen? So über die Jahre? Auf jeden Fall so viel, dass ich alleine mit dem Heimtrunk nicht zufrieden bin. Mit dem Heimdruck? Heimtrunk. Ach, Trunk. Also jede Woche zwei Kästen, ist klar. Ja. Ja. Und dann gab es noch den Flaschenpfand dazu. Ja. Und in Millionen jetzt? Also war das der Moment, an dem du beschlossen hast, ich ziehe in die Schweiz? Nein, das war ein völlig... Nein. Ja. In der Schweiz habe ich 2000 geheiratet und Rudi Völler war 2003, hatte miteinander nichts zu tun. War auch nur ein Spaß. Und ja, aber ein Spaß, der in Deutschland in der Neidabteilung natürlich sehr tief ankommt, weißt du? Es gibt viele andere Gründe, da hinzuziehen und ich muss auch sagen, auch die Berge zum Beispiel, wenn man wegen der Religion, wegen seiner Hautfarbe nicht diskriminiert werden darf, dann schon gar nicht wegen des Wohnsitzes. Das ist wahr. Und so unschuldig, wie du jetzt guckst, Waldemar, das gefällt mir. Das ist so. Ja. Ich wohne übrigens in Graubünden und das ist ein Hochsteuerkanton, das muss man auch mal erzählen. Genau, ist ja auch wenn man in der Schweiz wegen der Steuern hinzieht, muss man woanders hinziehen. Wie viel Prozent? Also nicht das Weißbier, sondern die Steuern. War das der Sinn heute dieser Sendung? Nein, das hättest du mir sagen müssen. Wie viel Prozent muss man da zahlen? Das kann man verhandeln. Verstehe, also kann auch sagen, pass auf, ich zahle in Naturalien, gib ein Kaltgetränk aus Bayern. Die Hälfte meines Weißbiers geht direkt an den Kanton. Ja, herrlich, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich wohne übrigens in Lippstadt. Da kannst du nur verhandeln, wirst du Mitglied im Schützenverein oder nicht. Sonst ist da nichts zu verhandeln. Ja, jetzt mal ganz im Ernst. Ja, jetzt mal ganz im Ernst. Es bestehen da offenbar Märchen. Mich macht es ein bisschen stutzig, dass das zum Thema geworden ist. Aber ich antworte gerne. Wenn man in die Schweiz wegen der Steuern zieht, zieht man nach Zug, Obwalden, Nidwalden. Mhm. Innerrhoden, Außerrhoden. Man zieht nicht nach Zürich und all die Hotspots. Nicht nach Zürich, Beispiel. Nicht nach Graubünden, nach Schwyz kann man da auch noch ziehen, aber nicht nach Genf, nicht nach Basel oder woanders. War auch ehrlich gesagt nur ein kleiner Spaß. Also wollte jetzt hier nicht zu nahe treten. Aber einer, der mir wieder viele Mails einbringen wird. Ist das wahr? Ja, ja, ja. Ja. Die Neidgesellschaft ist so groß. Nee, da nicht. Die wissen das schon. Ja. Schreiben Sie gerne an uns, wir beantworten dann alles, beziehungsweise leiten es an Herrn Hartmann dann weiter. Waldemar Hartmann ist, kann ich sehr empfehlen übrigens, unterwegs gelegentlich live mit Born to be Waldi. Ab Herbst, großartiges Programm. Und da gibt es einen schönen... Ja, macht sie auch übrigens. Ja, ich weiß. Und da gibt es einen schönen Programmpunkt zum Thema Spielerfrauen. Wie definiert Waldemar Hartmann das Phänomen Spielerfrau, das Ökosystem Spielerfrau? Das ist ein völlig neues System. Es hat früher ja die Managerin gegeben, der Toni hat es ja eben genannt. Die drei ist übrigens auch eine schöne Geschichte. Effenberg, Kessler und wen hatten wir noch? Ilgner. Waren damals bei der WM 94 in den USA. Und die drei Damen durften nicht im Spielerhotel wohnen, sondern mussten außerhalb wohnen. Zwei Wochen lang drehte sich auf dem Deutschen Boulevard das Thema um nichts anderes als darum, warum dürfen wir drei nicht im Spielerhotel wohnen. Ich habe damals Thomas Berthold im Studio gefragt, Thomas, sag mal, wie denkt denn eigentlich die Mannschaft drüber? Sagt er, du, wir haben abgestimmt, 88,8% dafür, ja, Frauen im Hotel, aber nicht die eigenen. Die
Die gleiche Diskussion gab es ja auch bei der Frauen-WM. Ne, da war ja auch die Frage. Und da war ja klar, da durften ja die Spielerfrauen im Hotel der Spielerinnen dann auch wohnen damals. Die haben ja auch alle in derselben Mannschaft gespielt im Zweifel. Ich weiß. Nee, aber ich finde, wenn man Spielerfrau werden will, heute ist ja zum Beispiel, du musst dich auf diesen Beruf ja auch wirklich vorbereiten. Also Model, ja, nein, Model zu sein wäre ganz gut als Voraussetzung. Ja. Und wenn du Abitur, selbstständige Nageldesignerin, ja, ist auch sehr gut. Oder Schmuckdesignerin. Ja. So als Vorbildung. Und dann ist dieses Ökosystem. Vielleicht mal an Michaela auch. Ja. Aber nur damit. Ich bin keine Schmuckdesignerin. Nee. Aber das funktioniert dann so, dass das Model den Schmuck von der Schmuckdesignerin im Teleshopping-Kanal bei der Moderatorin des Teleshopping-Kanals vorführt. Ah. Und so dreht sich dieses Spielerfrauenmodell als Ökosystem im eigenen Kreis. Und in der Finanzkrise, muss ich sagen, ist das eine tolle Geschichte. Ja, das funktioniert hundertprozentig. Was denkt Heller von Sinn über das System Spielerfrau? Ich wusste bislang nicht, dass es ein System ist. Und ich unterstelle auch einigen Fußballern, dass die auch Frauen haben, die was in der Hirse haben und sich nicht, ja, den ganzen, klar, Tag nur die Nägel lackieren. Ja, ja, natürlich gibt es die. Weil dazu gibt es zu viele intelligente Spieler. Ja, und auch Spielerfrauen. Absolut. Ja. Das ist wahr. Das ist ein Stück aus meinem Programm gewesen, Heller. Das war jetzt nicht eine Tatsachenbeschreibung der deutschen Fußballnationalmannschaft. Nee, war eine Pointe. Ich das? Ja, schon. Ne? Ja, ja, nee. War auch ein richtiger Kracher, wie ich gemerkt habe. Ja, ja. Naja, wir waren gerade noch so ein bisschen. Nee, ich, Matze, wollte nur sagen, ich finde es aber gut, dass es mittlerweile, also dass diese Spielerfrauen mehr in den Fokus rücken, weil ich finde bei den Spielern, also ich war ja auch Riesenfan von Toni Schumacher, mhm, damals, weil ich finde, das waren noch so richtige Typen. Also ich bin ja auf Tour jetzt im Herbst mit einem neuen Programm und ich suche dann immer natürlich Charaktere, die ich parodieren kann. So, und so die, ich sag mal so, die so jetzt schon dabei sind, wie der Beckenbauer, Rüchtig, ja, Dieter Bohlen, die, hallo und so. Und die, ja, nein, aber es fehlen so die Neuen. Also ich sage immer, neue Typen, neue Männer braucht das Land irgendwie. Das ist auch ein bisschen Thema meines neuen Programms. Und deswegen finde ich es eigentlich gut, dass so ein bisschen die Spielerfrauen, die Frau von Tim Wiese, glaube ich, gibt ja mittlerweile mehr Interviews als er. Ne? Und, also auch eine tolle Frau. Ja, ja, und dann auch von Schweini, ja, die kennt man mittlerweile auch. Und es sind also die Spielerfrauen geben die Interviews und die Männer spielen Fußball. Finde ich gut, weil, wie gesagt, die Männer so ein bisschen, da fehlen mir so. Ich finde es ja gut, wenn einer mal ein Buch schreibt. Also das ist so, mhm, bei Philipp Lahm stand ja gar nichts drin. Ne? Da war ja eigentlich nur Vorwort und dann war es auch schon vorbei. Und ein Riesenaufriss. Bei ihm, er hat ja bis noch hier Pferd und Reiter genannt. Das fand ich sehr gut. Aber interessant ist, dass das allen, die es machen, als Tabu ausgelegt wird. Und jedem fliegt es letzten Endes um die Ohren. Auch einem Philipp Lahm. Außer einem Dieter Bohlen ist es allen um die Ohren. Ja, aber hat er nichts geschrieben. Aber er hat im Prinzip nichts geschrieben. Aber wenn du als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft 290 Seiten vollschreibst, in dem kaum was drinsteht, und du greifst dann einen Trainer an, der dich eigentlich in diese Nationalmannschaft geholt hat, Rudi Völler, dann wird das natürlich in der Fußballgemeinde nicht gutiert. Das ist auch völlig normal. Sag mal, wieso bringst du denn jetzt hier die Schärfe hier rein? Ne, ja, genau. Darf ich jetzt auch mal was sagen zu Rudi Völler, ne? Ja. Weil das der Lahm geschrieben hat. Der war bei der WM im Finale. Ja? Die Mannschaft war im Finale, und wenn der Kahn sich nicht selber reinwirft, haben wir an dem Tag Chancen, Brasilien zu schlagen. Mittlerweile feiern wir schönen Fußball, das stimmt, aber wir feiern dritte Plätze. Wir feiern dritte Plätze mit 1 Million in Berlin. Also dritte Plätze, wir diskutieren schon, wer ist denn der schönste dritte Platz gewesen? Welcher? Das ist so, wie wenn du dir von den Jakobsistern die schönste raussuchen sollst. Aber ich finde es generell erstmal gut, dass, ja, überhaupt wieder gefeiert wird. Also ich finde das so gut. Also hier 2006 ging es los, jeder Zweite, ja, hatte so eine Fahne am Auto, jeder Dritte eine am Steuer. Also ich finde es erstmal gut, dass überhaupt die Leute wieder, nein, dass man auch wirklich, zum Beispiel, dass man wirklich auch mal wieder für Deutschland steht und sagen kann, ja, ich bin Deutschland-Fan. Ich, ja, finde das erstmal gut. Dann diese neue Bescheidenheit ist doch auch hinreißend, dass sie dann gesagt haben, Hauptsache wir sind gute Gastgeber. Ja. Ich habe das gerne gehört. Ja, 2006, ja, das ist ja gut, aber jetzt haben wir den dritten Platz. Weißt du, jetzt wäre ein Titel mal nicht so schlecht. Ja, ja. Ist so ein Triple. Ja. Ja, aber wir sind eigentlich kurz davor, dass wir zu dieser kleinen Niederlage heute auch noch mal jetzt gepflegt applaudieren hier im Studio, oder? Und sagen, das war doch toll. Wir sind Zweiter geworden heute. Nee, 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 ich habe ein richtig beschissenes Spiel von unserer Mannschaft. Oh Mann. Ja, tut mir leid. Ja. Also war es wohl nicht, oder? Du bist doch der Fachmann. Nee, nee, aber es war schon ziemlich blöd. Du hast völlig recht, ja. Yogi war auch also richtig offen nach dem Spiel in seinem Interview.
und hat so offen hat die Mannschaft selten begeistert. Apropos Offenheit. Heller von Sinnen sagt, Fußball ist die größte und letzte Bastion, wo es diese Verlogenheit und Angst gibt. Wir haben das vorhin gerade noch in der Übertragung Katrin Müller-Hohenstein, Oliver Kahn noch gesehen, Verabschiedung TO20er, da kam das Thema Homosexualität im Fußball kurz auf. Ist das darauf bezogen? Ja, ich finde es schon tragisch. Ich meine, irgendwo ist es ja auch rührend, diese unfassbare patriarchale, reaktionäre Haltung, dass die Jungs wirklich permanent unter sich bleiben wollen. Aber irgendwo ist es auch, was die Mädchen jetzt anbetrifft, ist es schade. Bibiana Steinhaus ist eine wunderbare Schiedsrichterin, darf nur in der zweiten Liga pfeifen. Frauenfußball haben sie eine Welle gemacht, als wir die WM hier hatten, egal wie jetzt das ausgegangen ist. Wird noch nicht mal in der Sportschau darüber berichtet. Es wird Kreisliga Nord wird berichtet, aber über Frauen erste Liga sehe ich als Mädchen irgendwie nichts im aktuellen Sportstudio. Mhm. Das finde ich so Sachen, die mir auch von der journalistischen Seite ein bisschen aufstoßen, was den Frauenfußball anbetrifft. Und das ist natürlich in der Nationalmannschaft und in jedem Bundesliga-Club, egal welche Liga, homosexuelle Spieler geben muss. Das versteht sich von selbst. Weil es ist ja jede Mannschaft auch ein Spiegel unserer Gesellschaft. Zudem ja auch eine Fußballmannschaft, eine männliche. Ein herrliches Biotop für homoerotische Vorlieben sein muss. Das Duschen, Kinder! Das Thema haben Sie nicht angefasst in Ihrem Buch. Nein, also wir haben eben auch schon mal kurz darüber gesprochen. Ich könnte nicht sagen, wer zu meiner Zeit zu dieser Fraktion gehört hätte. Ja, Schatz, aber da hatten wir auch noch keinen schwulen Bürgermeister und keinen schwulen Außenminister. Ja. Wir haben heute andere Zeiten. Und heute könnten durchaus schwule Fußballer könnten sich outen, meiner Meinung nach. Könnten ich Sie träume das? Davon, heute diese Woche ist dieser herrliche Spiegeltitel, wir sind die Reichen in Deutschland. Mhm. Ich träume von so einem Titel, wir sind die Schwulen im Fußball. Von jeder Mannschaft ein Homosexueller, gerne auf der Rückseite noch 8 aus der Nationalmannschaft. Und dann, weil es geht ja darum, dass die Fans der Mannschaften dann nicht die andere Mannschaft disst, du hast eine schwule Sau im Team, sondern alle haben den berühmten Vorzeige homosexuell und den muss es einfach geben. Ja, jetzt stell dir doch mal vor, hier 1982, er hält den entscheidenden Elfmeter und macht nicht so, sondern hi, hi, hi. Das war eine sehr schöne Pointe und auch sehr gut gesetzt. Genau. Ich habe mit einem Fachjournalisten, Fußballjournalisten darüber gesprochen, der mir zu verstehen gab, dass die Jungs in der Nationalmannschaft, von denen er auch wusste, dass sie homosexuell leben und ein Doppelleben führen, besonders brutal in die Zweikämpfe gehen, um nur ja nicht das Image aufkommen zu lassen, du Weichei. Von daher also waren heute keiner dabei. Heute nur Heterosexuelle auf Platz im Leben, ja. Sehr schön. Aber eigentlich, das wäre, so wie wir jetzt doch gerade drüber reden, wäre doch genau der richtige Umgang. Die Leichtigkeit, jeder hat ein Recht auf Verarsche und auch schwule Fußballer, selbstverständlich. Absolut. Was würde denn passieren, Waldemar Hartmann? Ja, ich weiß es nicht, aber ich kann es nur referieren. Conny Littmann war ja bekennender Schwuler, Präsident des FC St. Pauli, mit dem habe ich darüber auch mal gesprochen. Und der hat gesagt, weißt du, wenn sich einer outen würde jetzt beim FC St. Pauli, dann hätte der kein Problem. Wir haben das Thema hier auch gemacht. Und genau diese Aussage kam auf. Wir fahren aber alle 2 Wochen woanders hin. Ja, und dort die Fans, wie die reagieren, das wird das Problem, sagt er. Und wenn der bei uns jetzt keine Vertragsverlängerung zum Beispiel kriegt und sucht einen neuen Arbeitgeber, sagt er, dann wird er wahrscheinlich auch ein Problem kriegen, wenn er sich geoutet hat. Das ist eine Facette von sicherlich einigen, aber ich glaube eine ganz wichtige, weil das ist im Berufsleben die Gefahr, die er sieht. Ja, natürlich. Aber deswegen sage ich ja, wenn jetzt in jedem Verein das Thema raus ist und jeder und wegen mir der Trainer... Aber Heller, pass auf, das sagen Radfahrer, sage ich dir auch, auch alle Radfahrer sagen, wenn wir wüssten, dass keiner dopt, würden wir alle dabei sein. Weil die Ergebnislisten sehen wahrscheinlich fast deckungsgleich genauso aus, nur sie würden für eine Etappe eine halbe Stunde länger brauchen. Ja. Naja. Aber Sie wissen, nicht alle machen mit. Aber dennoch ist Doping etwas anderes als Homosexualität. Es muss es ging um die gemeinschaftliche Erklärung jetzt. Ja. Ich glaube, es muss man einfach für so eine Sache, vielleicht auch die Zeit einfach mal reif sein. Also das ist vielleicht, das wird vielleicht in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren soweit sein. Ich sag mal so, wenn man jetzt hier vor 20 Jahren wie Michaela hier mit diesen, ne, da hätte man gesagt, nö, also die ist auf dem Krabbenkunde unterwegs hier mit den Netzstrümpfen, weißt du, und heute ist das Mode. Ne? Also ich meine,
Jetzt hör mal mit der Lampe. Aber in Hamburg auf, auf der Reeperbahn. In Hamburg auf der Reeperbahn war das vor 60 Jahren auch schon totschick, du. Nee, natürlich. Nein, aber wirklich, ich glaube einfach, man muss. Es wird irgendwann kommen und ich finde, man soll einfach mal die Zeit, irgendwann ist es soweit. Also wenn die erste Mannschaft in solchen Stutzen aufläuft, haben wir es geschafft. Also ich meine, ich habe doch auch immer wieder in der Presse gelesen, dass auch irgendwelche Kollegen genölt haben, dieser Schwuppenverein und bla bla bla. Ja. Also ich habe den Eindruck, dass im Moment die Milch auch so ein bisschen kurz vorm Überkochen ist. Ich meine, dass es in 2, 3 Jahren eigentlich mal so weit sein könnte. Oder sagst du, Hella, das erlebst du nicht mehr in deinem Leben? Hella, dir wünsche ich das, dass du so lange lebst, aber rechne nicht gleich nächstes Jahr damit. Nee, nächstes Jahr nicht, auch nicht in 2 Jahren. Ich glaube es eher nicht.